Moin, moin, Lieber, und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Space Marine. So, wir haben hier das letzte Mal kläglich versagt und deshalb müssen wir nochmal weiter schauen. Problem ist halt, diese scheiß Form-Berserker halten viel aus und machen viel Schaden. Man kann sich schwer an den hochheilen, das ist das Problem. Bewegung. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeischaut. Dann können wir ein bisschen talken im Chat und so. Ach du Scheiße, das Tor geht auf. Okay, das Licht stirbt. Das Portal, es wird größer. Alter, wenn es das größer ist ja. Wird, kann Nemeroth seine Flotte holen. Dann müssen wir die Verbindung zwischen Warportal und Turm trennen. Sie haben einen Plan. Wir benutzen Invictus, um den Orbitalturm zu beschädigen. Kann die Kanone des Titanen auf diese Entfernung etwas ausrichten? Wir sollten die Energiequelle zu unserem Vorteil nutzen, um Invictus aufzuladen. Wir müssen den Titan erreichen. Das Ding ist riesig. Ach du heilige Scheiße. Klingt für mich nicht sehr beruhigend, muss ich gestehen. Junge, erst eine Org-Invasion und dann kommt die Chaos-Invasion, ne? Also. Haben wir gut hingekriegt, auf jeden Fall. Nur einen Tick lauter machen für mich. Oh. Neue Headset macht man da lauter. Nö. So. Da ist nichts mehr, okay. Vielleicht sollten wir auch nicht mehr so knausern mit der Munition, wenn die Viecher kommen. Weil die halten wirklich ekelhaft viel aus, ne? Ah, da konnte man was zerstören. Das habe ich genau gesehen. Und da ist überhaupt nichts. Ich habe es damals ja schon vor vielen, 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 vielen Jahren mal durchgespielt. Ich denke mal, da habe ich das schon eingesammelt. Dann hat ein Dämon Inquisitor Drogan getötet und den Besitz genommen. Aber warum? Allein konnte der Dämon die Energiequelle nicht an Millionen Orks vorbeischmuggeln. Er brauchte Hilfe. Und wir haben gehorcht. Und wir haben gehorcht. Ich wurde betrogen. Ich bin schuld, dass das Chaos in diese Welt kam. Abgeschlossen. Stehlerner Stern. Was bringt das? Dieser Artefakt erzeugt einen persönlichen Energiefilm. Oh, geil. Der die Widerstandsfähigkeit der Energierüstung des Festwinds deutlich erhöht. Wodurch dieser selbst den wildesten Angriffen standhalten kann. Oh. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich will hier noch einmal um die Ecken luschern. Aber hier ist natürlich nichts, ne? Schade. Ja, ich will auch nicht wissen, wie viel wir schon übersehen haben, obwohl wir halt die Augen offen hatten, aber uns fehlt ja noch so viel an Servoschädeln. Ultramarines zum Angriff!
Ja. Wen greifst du jetzt an, Alter? Oh, Chaos Marines. Ah, verdammt, man muss drücken, das habe ich nicht gesehen. Das hat aber trotzdem geklappt. Ja, die Kleinen, die können ja gar nichts. Also vor denen habe ich auch keine Angst. Hey, 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 hey! Bleib mal ruhig! Das sind so eine ätzenden Viecher, ne? Mit ihrem Scheiß rumwarpen, ne? Ich muss meine Sorgen zum Ausdruck bringen. Dann sprechen Sie. Sie haben erneut die unabgeschirmte Energiequelle gehalten. Und wieder sind Sie unbeschadet davongekommen. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, Minion? Mein Glaube an den Imperator ist einfach... Oh Gott. Der Codex Astartes warnt, dass Verbündete des Chaos der Berührung des Warp widerstehen. Sie vergessen sich, Ultramarine. Ich nehme diese Warp-Resistenz nicht auf die leichte Schulter. Aber die Suche nach Antworten muss warten, bis wir diese Chaos-Invasion abgewendet haben. Was, wenn es zu spät ist? Leandros, genug. Wir müssen weiter. Er hat halt nicht ganz Unrecht, das ist das Ding. Aber... ich glaube, der Glauben an den Imperator schützt mich. Mein Glaube ist halt viel stärker als deiner, Junge. Okay, hier war immer gar nichts. Perfekt. Ganz ungutes Gefühl, aber das habe ich irgendwie durchgehend bei diesem Spiel. Granaten, ach scheiße, Granaten, ja, Granaten sind wir voll. Ich vergesse sie mal einzusetzen. Ganz selten nutze ich die. Warum so viele Türen, wenn dann nirgends was ist? Außer Granaten, die ich nicht brauche. Es könnte ja was drin sein, deshalb lieber einmal reingucken. Feindlich, freundlich? Ich weiß es nicht. Weggerannt, feindlich. Na ja, klar, feindlich. Oh Junge, jetzt haben sie aber. Angriff! Jetzt haben sie aber richtig Bock. Fang! Oh, what the fuck? Ja, du Witzbold. Die Granate aufpassen, Alter. Mich komplett verarschen oder was? Die Jungs haben richtig große Waffen mitgebracht. Nein! Der lebt immer noch?
Ah, da. Junge. Meine Leben, ne? Ja, perfekt. Du machst mich fertig. Nein. Ah, nee, nee, ich muss aktivieren. Ich muss aktivieren. Die Waffe da wegkriegen. Lass mich doch daran. Hör auf, ich brauche die Leben. Oh Junge, das das war eindeutig zu knapp. Da lebt noch irgendwo einer. Hahaha! Unten lang. Das war unangenehm hart am Limit. Meine Lords, imperiale Armee! Dämonen! Dämonen! Attackt nicht, Männer! Kämpft! Soldat, Bericht. Mein Lord, Space Marine. Sie griffen uns sofort an. Leutnant, die Space Marine. Captain Titus, sind Sie da? Hier spricht Leutnant Mira. Der ganze Planet ist durchgedreht. Die Streitkräfte des Chaos greifen diese Welt an. Wir müssen zum Titanen das Warportal zerstören. Ich kenne den Weg. Ich habe Truppen entsandt, um die Posten zwischen der Kalkis-Einrichtung und Bastion Primus zu bemannen. Von dort aus können Sie das Schienennetzwerk zum Manufakturum Ayakis nutzen. Verstanden. Dort treffen wir uns. Wir müssen da langsam rangehen, das ist das Problem. Junge, Ork, geh mir jetzt nicht auf den Sack, wir haben hier andere Probleme, falls es dir aufgefallen ist. Warte mal. Hahaha. Okay, hier oben gesäubert. Zurück nach unten. Nein, 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 nein. Ich hab doch hier jemanden rufen gehört, oder nicht? Doch, doch, ihr könnt ruhig aufgeben. Da ist ein... Wow. Ja, dann kill den Chaos-Nutzen bitte. Weil deren Waffen sind übelst ätzend. Du stirbst jetzt. Über uns. Kommt er hier nicht hoch, der Alte, ey. Ich
kann ihn gar nicht. Und wir kennen keine Furcht. Ich kann da nicht hoch. Ich kann da nicht hoch. Ich konnte mich nicht hochhalten. Junge, die wollen es aber richtig wissen wieder, ne? Okay, aber gleiches Spiel wie eben. Okay, unten aufbauen wieder. Wir müssen jetzt nur die eine Seite fertig haben. Von hier rausballern. Wow. Den haben wir. Den haben wir auch. Wir scheiß Orks gehen mir so auf den Sack, ne? Ja, warte. Erstmal Schild aufladen. Aufladen, ja. Strategischer Rückzug. Ja, langsam werden die weniger, wa? Kleinen Scheißer hier. Hey! Dies ist ein Job, für den es sich zu sterben lohnt. Wir wollten uns doch gerade hochheilen an dem. Das ist gemein. Das ist aktives Mobbing, würde ich das nennen. Junge, jetzt müssen wir die Scheiße nochmal machen. Willst du mich komplett verarschen jetzt oder was? Kannst du mal sterben oder was? Ja. Den haben wir, der kann nicht mehr viel haben. Den haben wir auch. Alter, unsere Muni, ne?
Nach dem kleinen Einsatz sind wir halb down mit der Munition. Schild hochladen, das geht nicht. Also das ist die Hölle. Ey, wir stehen hier so unter Kreuzfeuer, ich kann nicht mal mein Schild hochladen. Jetzt habe ich dich. Das ist ein Kopf. Oh Junge, war das anstrengend, Alter. Wir haben kaum noch Munition. Was soll denn der Scheiß jetzt, ey? Ich bin doch so ruhig konzentriert. Und jetzt auch noch die Chaosketzer. Ich bin überrascht, dass hier überhaupt noch etwas steht. Dass ich kaum ein klares Wort fassen kann, muss ich gestehen. Wie sollen wir uns ihnen stellen? Die Legionen des Chaos. Soldat, reißen Sie sich gefälligst sofort zusammen. Ja, Ma'am. Die anderen Züge ziehen sich zur Bastion zurück. Stellung halten, sonst sind sie abgeschnitten. Klare Ansage. Und mit dieser Ansage, meine Lieben, machen wir Feierabend für heute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.